bin Johanna Brock, bin 19 Jahre alt, komme aus Minas, aus dem Stubaital und bin seit dem Jahr fixer Bestandteil vom Nationalteam. Was für mich den Sport so einzigartig macht, ist einerseits auf jeden Fall die Geschwindigkeit, die man im Eiskanal hat und auch den Druck in die Kurven, den man da verspürt. Das ist einfach ein einzigartiges Gefühl. Und andererseits auch das Training im Sommer. Es ist total vielseitig. Wir trainieren Kraft, Kraftschnelligkeit, Ausdauer und auch total viel Koordination, was alles total wichtig ist in der Situation selber. Und das taugt mir total. Ja, meine Ziele für die kommende Saison sind jetzt auf jeden Fall erst einmal die Eingewöhnung ins Nationalteam und dann auf jeden Fall die Saison vielleicht schon so Top 12, Top 10 Ergebnisse zu fahren und immer mehr Konkurrentin für die Top-Platzierungen zu werden. Ziele, die zeitlich noch ein bisschen weiter weg liegen, sind auf jeden Fall die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Da ist jetzt aber diesmal auf jeden Fall das Ziel, nicht nur dabei zu sein, sondern auch vorne mitmischen zu können. Neben Rodeln war für mich ein sehr großes Thema immer die Schule und die Matura habe ich jetzt abgeschlossen im Sommer und jetzt geht es für mich weiter dann mit dem Herrensport und da kann ich mich dann voll aufs Rodeln konzentrieren. Eine Frage, die mir auch sehr oft gestellt wird, ist, wie es so ist mit einem berühmten Rodler als Papa. Ja, ob man da viel Druck kriegt oder wie das eben so ist. Und für mich ist es eben genau das Gegenteil. Also der Papa nimmt mir sehr viel Druck weg. Er redet mir immer so gut zu und eigentlich ist das ja wirklich was Positives. Er kann mir so viele Tipps geben und sehr viel weiterhelfen und das stärkt mich sehr.